Geht's? Ja, ja. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei den ORF 3 Künstlergesprächen. Heute mit dem deutschen Komiker Bastian Pastewka. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Haben Österreicher und Deutsche tatsächlich einen anderen Humor oder ist es ein Klischee? Ich muss sagen, als Beobachter aus Deutschland würde ich sagen, es ist ein anderer Humor. Und der österreichische Humor, der vermittelt sich mir nicht ganz. Ich kenne auf der einen Seite zu wenig. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich gerne den österreichischen Humor, die österreichische Mundart, die österreichische Musik perfekt verstehen. Mhm. Weil wann immer ich mal was Österreichisches sehe, also Serien von David Schalke oder Der Pass oder irgendwas, was mir gerade so einfällt, oder auch nur ein Comedy-Programm früher von den Hektikern, dann denke ich immer, wow, was haben die für ein tolles Idiom, was haben die für ein Schmäh, wie schön reibt sich die Sprache mit den Worten, wie sehr schmiert sich der Humor dadurch. Mhm. Beim Bayerischen ist das ja auch schon so ein bisschen ähnlich, wenn die Leute so ein bisschen so sprechen, ist es gleich lustig. Ja? Ich kann das gar nicht, ich kann das nur nachahmen als jemand, der im Westen von Westdeutschland im Rheinland geboren wurde, da sprechen wir ja alle so ein bisschen so, ist das nochmal ein ganz anderer Schmäh, ganz anderer Schnack. Und deshalb Chapeau, ich würde gerne mehr darüber wissen. Ich finde, dass so Interviews mit Komikern so ein ganz eigenes Genre sind, weil die Zuseher erwarten sich immer, dass es jetzt lustig wird. Ja. Aber in der Regel sind Interviews mit Komikern durchaus ernst. Aber bei Ihnen ist es anders, habe ich das Gefühl. Sie haben kein Problem, auch lustig in Interviews zu sein. Ja, das kann sein. Man muss halt immer gucken, wie weit man es ausreizt, wie sehr es zur Situation passt. Ich habe aber auch nichts gegen ein ernstes Interview. Wir können auch ein ganz ernstes Interview führen. Wir sind ja ein Kultursender. Ah, dann nicht. Dann lieber nicht. Das wäre Wahnsinn. Um Gottes Willen. Wie ist denn das eigentlich, wenn man dann in Interviews immer wieder ähnliche Anekdoten oder die gleiche Anekdote erzählt? Findet man es dann selber immer noch lustig oder geht es dann eher darum, dass die anderen es lustig finden? Ich finde es lustig und es ist natürlich relativ einfach, Anekdoten zu wiederholen. Mhm. Schöner, als sich neue auszudenken. Mhm. Man hat manchmal das Glück, dass man auf Stichworte natürlich auch immer wieder gefragt wird. Das Gegenüber hat nicht immer die Zeit, sich übermäßig in meine Biografie einzulesen und fragt dann natürlich gerne mal Sachen, wie oft haben Sie schon bei 3 Fragezeichen Hörspielkassetten mitgewirkt. Da freue ich mich natürlich über so ein Stichwort und plaudere dann vor mich hin und erzähle irgendwas Nettes, was dann hinterher zurecht rausgeschnitten wird. Aber in jedem Fall ist das ja okay, weil es ist Teil meiner Biografie und ich schäme mich meiner Biografie und meines sogenannten Komikerseins nicht. Mhm. Gibt es eigentlich sowas wie einen Moment oder eine Situation, wo Sie für sich bemerkt haben als Kind, dass Sie einfach ein lustiger Mensch sind, dass Sie Humorpotenzial haben? Ja, ich glaube, das kam in meiner Kindheit so langsam hoch, aber das war sicher nicht freiwillig. Also ich hatte als Heranwachsender, als Teenager eigentlich nicht gemerkt, dass ich lustig bin. Und trotzdem haben die anderen Kinder über mich gelacht. Warum haben sie es gemacht? Weil ich entweder unmöglich aussah oder in meinem spinnerten Kopf wieder bei irgendeinem Comic war, den ich am Abend vorher gelesen hatte und wo ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und natürlich im Kopf total da war, am Morgen mich wahrscheinlich sehr schlecht gepflegt hatte und mit einer verratzten Frisur im Unterricht saßen. Die anderen haben gedacht, was ist das für ein Spinner? Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, die anderen lachen mich aus, lachen die über mich, lachen die mit mir, wollen die mir was Böses oder kommt das wirklich von Herzen? Schwierige Sache. Mhm. Und dann habe ich, wie man es immer so macht, als angehender schlechter Komiker dem Affen Zucker gegeben und habe mich halt noch mehr verunstaltet. Man muss sagen, ich hatte eine wunderbare, glückliche Kindheit. Ne? Also wir reden jetzt nicht irgendwie von den 50er Jahren oder sowas. Ich bin in den 80ern groß geworden, wo sozusagen im heiligen Bonn, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, alles funktioniert hat. Aber natürlich haben wir uns da alle gegenseitig beschnuppert. Wer ist wer und wer hat was an? Und mein Gott, die sieht aber aus und der sieht aber aus. Und ich habe mich versucht, all diesen Sachen komplett zu entfernen. Ich habe diese ganzen Trends und Späße und sowas und Fußballkarten sammeln, habe ich alles nicht mitgemacht. Ich wollte mein eigenes Zeug machen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich der Ausgestoßene war und den keiner akzeptiert hat und wo keiner wusste, was ist das für ein Typ. Das hat Spott eingebracht, als ich in der Grundschule war, sogar Mobbing. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich drehe das jetzt um. Und wie schon angedeutet, ich gebe jetzt dem Affen Zucker, ich mache noch mehr, ich ziehe mich noch verrückter an. Ich mache noch blödere Späße und dann wurde ich natürlich erstmal peinlich. Also erstmal von hier nach da viel zu weit hoch und dann musste ich so versuchen, im Laufe der Zeit die Spitzen abzuschneiden, bis es dann so auf normal null die Temperatur war. Mhm. Das klingt schon nach einem durchaus einem suchenden Prozess und nicht ausschließlich einfach und lustig dann sozusagen, oder? Der Prozess ist am Ende des Tages nie abgeschlossen. Mhm.
wenn Kolleginnen oder Kollegen aus dem Humorfach sagen, ich habe eine Nummer, die sitzt immer, muss ich mich schon unterscheiden, weil ich hatte nie ein Nummernprogramm, ich hatte nie eine Bühnenshow, ich bin kein Stand-Upper wie viele andere Kolleginnen und Kollegen. Sondern ich habe immer versucht, Geschichten zu erzählen, zum Beispiel in Situationen wie dieser. Ich habe versucht, Rollen zu spielen und sowas alles. Das ist so ein bisschen mein Humor. Also weniger jetzt so die klare Pointe, wo das Publikum tobt. Das habe ich nie gehabt. Aber haben Sie eine Idee, warum das zu Schulzeiten so ist, dass es meistens eine Person gibt, die dieser sogenannte Klassenclown ist und die anderen sind die Ernsten, und warum das nicht umgekehrt eigentlich ist? Das wäre das Schöne, ne? Es würde alles anders machen. Mhm. Wir erleben es ja auch im Netz, alle nehmen sich wahnsinnig ernst. Mhm. Ne? Wenn man Heranwachsender ist oder Heranwachsende, dann weiß man ja erstmal nichts von der Welt. Man tut natürlich nur so, man hat keine Ahnung. Man hat keine Ahnung, was alles noch auf einen zukommt. An schönen Momenten, aber auch an großen Enttäuschungen, an Schmach, an allem. Du weißt nichts, aber du gehst schon mit so einer Brust in die Schule, denkst, ich habe alles im Griff. Und diese Typen waren halt immer besonders lächerlich. Und dem habe ich mich immer entsagt. Mhm. Und trotzdem habe ich natürlich irgendwann, als ich dann aufs Abitur zuging, habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwann mal eine Struktur in meinen Tag kriegen. Ich sollte mal für dieses sogenannte Abitur irgendwann lernen, weil du willst das ja machen. Und also was. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, aber ich wollte danach sofort wieder Komiker werden. Sind ernste Gespräche mit Ihnen schwierig oder ist das kein Problem? Ich weiß immer nicht, warum wir diese Unterscheidung Humor und Ernst machen im Unterhaltungsbereich. Weil im Idealfall mischt es sich doch. Mhm. Also Humor ist ja nichts, was von der Realität abgekoppelt ist. Und die Realität ist ja eine sehr ernste. Wir schauen momentan in eine der ernsten Veränderungen unseres Lebens. Also ich gehe jetzt auf die 50 zu und sehe zum ersten Mal glücklicherweise eine Generation, die halb so alt ist wie ich, die nachkommt, die an dieses Leben ganz andere Fragen hat, als ich sie zu meiner Zeit hatte. So. Zweitens, ich sehe, dass Humor, der sozusagen nur auf Nonsens setzt und nicht irgendwas in sich trägt, was mit Schmerz, mit dem Wunsch nach Veränderung zu tun hat, nicht funktioniert. Also die ewigen Witzeerzähler, die sozusagen einfach nur Knöpfe drücken, ja, das ist ja mal schön für einen Abend, das funktioniert auch immer. Mhm. Aber es hat natürlich nichts Nachhaltiges, um dieses blöde Wort mal zu sagen. Sondern es ist für den Moment ein super Effekt und als solcher auch vollkommen berechtigt. Aber sagen wir mal, mit dem Humor eines Josef Hader oder eines Helge Schneider oder eines entrückten Johann König oder so etwas, kann ich natürlich viel mehr anfangen, weil in dessen Welten werde ich hineingezogen, auf deren Planeten bin ich nur zu Gast. Und die geben mir keinen Waschzettel für die Komik, die Kunst mit, die sie da machen. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie sich wahnsinnig gut auskennen in Krimiserien, in Filmen, in Hörspielen. Gibt es eigentlich Filme, die anderen meistens gesehen haben, aber Sie nicht? Gibt es so Klassiker, wo Sie sagen, die habe ich gar nie gesehen? Ja, das stimmt. Also wann immer man mich als Experten in Quizshows einlädt für Film und Fernsehen, komme ich nur auf einem gewissen Terrain sehr weit. Mhm. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein großer Hollywood-Fan. Also Spielfilme, Klassiker, die jeder gesehen hat. Ich habe nie Ben Hur gesehen, ich habe nie E.T. gesehen, ich habe nie Casablanca gesehen. Mhm. Ich habe, glaube ich, nie Der Pate gesehen. Ich habe nie Apokalypse Now gesehen und sowas alles. Es interessiert mich nicht. Ich habe gelesen, dass Sie die Mönche von Name der Rose aufzählen können in der Reihenfolge Ihres Ablebens. Ja. Stimmt das? Oder? Ja, ich würde sagen, das kriege ich hin. Der erste ist, glaube ich, Adelmus von Otranto, dann Venantius von Salvemec, dann Beringer von Arundel. Okay, das sind die ersten drei, die oben kommen. Sind sie gerade da? Dann stirbt ist noch einer zwischen. Aber ich glaube, irgendwann stirbt Salvatore erst am Schluss, zusammen mit Remigius von Varagine, mit Malachias von Hildesheim. Und dazwischen ist noch Severin von St. Emmeram. Die kommen, glaube ich, alle um. Ja. Ich kann natürlich gar nichts dazu sagen. Die Namen der Rose Freaks sagen mir jetzt, nein, da fehlt noch einer. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ja. Das war ein Buch, also ich war 15, als dieses Buch erschienen ist. Und habe dieses Buch damals verschlungen und habe mich sehr lange mit Mittelalter aufgehalten und mich da reingelesen und fand das ganz toll und noch besser als das Buch, was schon ein Meisterwerk ist. Und der Film, da werden wir gerade angerufen, noch besser. Da ruft einer an, ein Fan von Name der Rosenmönche, und sagt, nee, da fehlt noch Remigius von Varagine. Severin von St. Emmeram haben wir schon genannt. Ja, jetzt bin ich drin, ne? Genau. Okay, ich warte mal, bis da ausgeklingelt hat. Ich schaue mal ganz kurz. Ja. So, oder? So. Im Idealfall daneben legen. Ne? Ja, genau.
Jetzt ruft keiner mehr an. So. Wer könnte das gewesen sein? Sendung abgesetzt? Nein. Sie haben ja Germanistik, Pädagogik und Soziologie studiert. Nicht studiert, ja. Und zumindest Pädagogik, glaube ich, fertig, aber die anderen beiden nicht. Ja. Aber das sind die drei so Fächer, die viel mit dem zu tun haben, was Sie jetzt machen, finde ich. Ja, wenn man voraussetzt, dass der Humor eine gewisse Didaktik hat, könnte das stimmen. Ich glaube, ich wollte Lehrer werden und weil der Lehrberuf der einzige war, den ich kannte. Und ich dachte mir, einzubilden, das würde ich gerne auch können. Ich bin froh, dass ich es nicht geworden bin, weil ich glaube, ich wäre kein guter Lehrer geworden. Ich kann nicht gut mit Kindern umgehen und habe keine Geduld, sondern höre in erster Linie mir selber gerne zu. Und das ist der falscheste Einstieg in den Lehrberuf, glaube ich. Man muss ja gucken, was kommt von denen, was bündelt man und was macht man daraus. Ich finde ja, dass Sie ein wahnsinniges Genie sind, wenn es darum geht, private Dinge einfach nicht zu erzählen, generell über das Privatleben, aber auch über die private Person. Und trotzdem hat man aber das Gefühl, zumindest ich, dass man ihnen näher ist als viele andere Leute, wo man ganz viel Privates weiß. Mhm. Also da haben Sie da einen Gedanken dazu? Also ich konnte nicht weiter. Ich glaube, es ist als sogenannter Entertainer oder Prominenter allgemein vielleicht keine gute Idee, sein Privatleben so weit auszubreiten. Nicht nur, weil man glaubt, oh, die Skandalpresse macht dann was daraus. Problematischer ist, dass man kein Privatleben hat. Ja? Ich habe keine Hobbys. Mein Hobby ist, so etwas Schönes hier zu tun. Ich habe keine Leidenschaften. Ich werde nie in meinem Leben einen Ernährungsratgeber rausgeben, auf gar keinen Fall. Ich werde keine Biografie schreiben. Alles Unsinn. Das sollen die anderen ja mal schön machen. Aber für mich ist es das Schönste, entweder zu spielen oder mich irgendwie im Radio aufzuhalten oder meinen eigenen Unsinn niederzuschreiben als Co-Autor von irgendwas. Aber ich muss den Leuten nicht auf den Geist gehen mit meinen privaten Geschichten, die ja eh nicht existieren. Was soll ich erzählen? Ja? Dass ich neulich aus Versehen gegen ein Garagentor gelaufen bin. Ja, toll. Ne? Das hilft keinem. Das ist das Gute. Die Boulevardpresse muss über mich schon Unsinn erfinden. Ja? Ich lese in der Boulevardpresse den Namen meiner Frau und der stimmt nicht. Und solange das so ist, habe ich alles richtig gemacht. Jetzt gibt es eine zweite Staffel von Last One Laughing am öffentlich-rechtlichen Sender Amazon Prime. Worum geht es denn bei dieser Sendung? Gebührenfinanziert genau. Amazon Prime. Ja. Ja. Was ist denn da das Konzept dahinter eigentlich von dieser Sendung? Das Schöne ist, es gibt fast gar keins. Mhm. Also es ist eigentlich keine Comedy-Show, auch wenn 10 gestandene Comedians und Bully Herbig als Spielleiter mitmachen. Die Idee ist, Bully Herbig liest uns alle in einen Raum ein, der aussieht wie Hallo Hessen, Frühstücksfernsehsendung. Und dann drückt er auf einen grünen Knopf und ab dann bedeutet es, man darf nicht mehr lachen, egal was passiert. Die Komikerinnen und Komiker um einen herum wissen das auch, wollen dich aber so ein bisschen zum Lachen bringen. Und wir alle merken, wie so allmählich hier so die Halsschlagadern immer weiter und man will prusten, aber man darf nicht und einige haben es dann doch getan. Und gibt es da irgendwie so ein bisschen eine Art Konkurrenz untereinander, um den anderen zu übertrumpfen oder im Sinn von, also ich möchte schon weiterkommen als der oder diejenige? Ja, das ist sicherlich so, dass da einige gesagt haben, ich will das gewinnen. Also wenn du da reingehst, dann willst du da auch so lange wie möglich drin sein und Spaß haben. Mhm. So ging es mir natürlich auch. Mhm. Ich wollte eigentlich nicht mich jetzt wirklich da reinbegeben. Und ich wollte jetzt auch nicht wirklich offensiv zu den anderen hingehen und sagen, na Mäuschen, was willst du denn oder sowas. Das habe ich nicht gemacht. Also ich wollte jetzt keinen schlimmen Angriff fahren oder sowas gegen eine Person, die ich mir vorher ausgeguckt habe oder so. Weil das ist doof. Das, was ich bei Ihnen ja wirklich ganz einzigartig finde, ist, dass Sie keine Angst haben vor einem sanften Humor. Das ist etwas, das ich nicht überall beobachte. Also es ist quasi Humor, der nicht schmerzhaft ist und wenn er schmerzhaft ist, dann gleich auf Sie zurückkommt. Ist das extra so? Tja, es ist erstaunlich. Das wird mir freundlicherweise, und ich lebe da auch gerne mit, sehr oft gesagt. Ich bin aber auch kein Feind des groben Humors. Also in meiner Serie Pastewka habe ich mich komplett nackt in einen Schokoladenpudding gesetzt und also Späße. Aber es sind immer wieder, die Leute kommen zu mir und verzeihen mir das irgendwie, weil sie sagen, es ist alles irgendwie nicht bös gemeint. Es ist ja sehr sanfter, sehr feiner Humor. Ja? Und ich denke dann, nee, ich habe doch in jeder zweiten meiner Comedy-Shows auch ganz auf Pimmel, Pimmel, Tango, Tango gerufen. Ne? Habt ihr das denn alles vergessen? Mhm. Ne? Auf der anderen Seite haben wir meinen Charakter Pastewka, der mir einigermaßen ähnlich war in dieser Sitcom, die unmöglichsten Sachen machen lassen. Speziell ist er mit seiner Freundin unmöglich umgegangen. Wir haben die Folgen im Kino gezeigt. Am Schluss rächt sich die Freundin und scheuert ihm zu Recht mal eine. Was macht das Kino? Oh. Ich denke, Moment mal, das geht doch nicht, Freunde. Seid ihr bescheuert? Der hat sie doch fürchterlich schlecht behandelt.
ich scheine das auszustrahlen. Ich kann das nicht messen. Ich weiß nicht, was das ist. Mhm. Ich freue mich über das Lob, aber wenn man genau guckt, so filigran oder auch sanft ist der Humor manchmal nicht. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass Sie so ein auch wenn Sie es vielleicht gar nicht so empfinden, aber so ein Vorbild sind, dass es möglich ist, Mann zu sein und trotzdem sanft zu sein. Mhm. Können Sie mit dem was anfangen? Damit kann ich was anfangen, ja. Also okay. Das ist etwas, wo ich finde, das ist eine Zeit, wo sehr viel Männliches sehr männlich sein muss, wo ganz viele männliche Attribute ganz entscheidend sind, damit man ein Mann ist. Ja. Und ich finde, Sie strahlen einfach ein Selbstbewusstsein aus, dass Sie ein Mann sind und trotzdem eben nicht, so wie Sie sagen, so einfach draufhauen die ganze Zeit. Ich habe nie in meinem Leben einen Stallone-Film gesehen, nie in meinem Leben einen Schwarzenegger-Film gesehen. Mhm. Möglicherweise aus den Gründen, die Sie indirekt gerade genannt haben. Mhm. Das permanente Ausstellen von Männlichkeit ist so, als würde ich im Restaurant nur Nachspeise bestellen. Es ist langweilig. Ja? Ich meine, was ist das für eine Generation von Leuten, die heute auch so um die 50 sind wie ich und sagen, also das Geilste in den 80ern, das waren die Rocky-Filme. Ja? Klar, der erste mag ein Meisterwerk sein, aber danach war das doch alles nur Testosteron-City. Mhm. Da gibt es Leute meines Alters, die sagen, nach Colt für alle Fälle, nach Rocky 3 ist nie wieder was Gutes gemacht worden. Warum? Weil Männer sich immer so gerne selber bestätigen, indem dass sie Männer sind. Wie langweilig ist das? Das führt zu nichts. Und klar, heute ist es noch genauso auf anderen Attributen. Damals waren das natürlich alles Amerikaner, die ihr Land verteidigen mussten, die vor ihrer Flagge standen und bis aufs Blut, Adrian, rufen da irgendwas mal. Das sind andere Symbole, aber heute geht es ja viel subtiler. Ja? Heute geht es mehr darum, dass ich sozusagen Follower habe, dass ich sozusagen mit meiner Schönheit wuchere, als Mann wie als Frau. Also nur die äußeren Attribute die ganze Zeit zur Schau stelle. Ich glaube aber, vom zur Schau stellen, das ist eine Sache, schöne Sache. Ich glaube aber, Kunst, und jetzt werde ich mal etwas großspurig und anstrengend und doof vielleicht. Kunst kommt immer nur daher, dass man etwas erschafft, was man nur selber weiß, kann, will, malt, singt, spricht, dichtet und so weiter. Ich glaube, ein Großteil der Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, die haben Schmerzen, die verstecken sich 3 Tage, die hören erstmal in sich rein, was da ist. Und das, was dann kommt, das wird interessant. Denn alle anderen, die sozusagen einem Trend nachlaufen oder irgendwelche tollen Sachen in die Kamera halten, weil sie wissen, sie werden dafür bezahlt, die machen etwas, weil sie sich im Spiegel der anderen sehen. Mhm. Und wenn du das tust, ist es möglicherweise das Ende von Kunst, mit Sicherheit, vielleicht aber auch die Unmöglichkeit, sich selber tatsächlich jemals zu begreifen. Und das ist eine der schönsten Herausforderungen. Mhm. Sie haben schon angesprochen, im nächsten Jahr 50. Ja, das stimmt. Hat diese Zahl eine Bedeutung? Wenn ich sie schon mehrfach anspreche, muss sie eine haben. Ja, es ist wahrscheinlich ein Wendepunkt oder so. Ich weiß es nicht. Es ist ganz komisch irgendwie. Ich merke das jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Mit 30 war mir alles wurscht. Ja gut, das ist ja noch eine neue Zahl. Mit 40 war mir alles wurscht. Mit 50 merke ich, okay, wie lange hast du noch? Ich habe das große Glück, dass ich noch keine Brille brauche. Ich habe auf einem Auge 120% Sehkraft. Ich sehe mehr, als überhaupt da ist. Ich bin gesund, glücklicherweise, hat mein Arzt mir neulich wieder gesagt. Ja, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich treibe keinen Sport, ich bin ja nicht verrückt. So, und ich frage mich, wie lange kann ich das mit mir selber noch vereinbaren? Oder kommt irgendetwas von außen, was meine super Ideale, die ich hier gerade formuliert habe, einfach rums durchbricht oder durchbrechen wird, ne? Weil ich plötzlich nicht mehr sehen kann, weil die Stimme vielleicht nachlässt. Ja? Leute, die im Alter sprechen, ich höre es an Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern, deren Stimme ich immer toll fand, die im Alter plötzlich. Ne? Wie geht diese Kunst? Wie wird man alt in diesem Beruf? Das ist die Frage, die mich natürlich umtreibt, wie alle anderen um diese Zeit auch. Lieber Herr Pastewka, was wünsche ich Ihnen? Frohe Weihnachten. Wann wird es ausgestrahlt? Ist schon Weihnachten? Nein. Im Oktober. Im Oktober. Dann wünschen Sie mir... Ich weiß nicht, aber ich wünsche Ihnen, dass alles gut ist und bleibt, weil das ist ja eine schöne Sendung hier. Dann wünsche ich Ihnen das genauso und bedanke mich sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. Ich danke sehr herzlich für das Gespräch. Große Freude. Danke sehr.